Dann legen wir los und ich sage herzlich willkommen und guten Morgen in die Runde. Ich freue mich sehr, oder wir freuen uns sehr über die Resonanz und über euer Kommen, euer Dasein. Wir waren ganz oder sind ganz begeistert, dass sich das jetzt doch noch so schön gefühlt hat. Und sind auch begeistert von der Resonanz der Mitwirkung. Wir haben ganz viele Ideen bekommen des Beitragens und Mitwirkens und davon lebt ja unser Pionierlabor. Deswegen schon mal an der Stelle ein Danke, dass ihr euch auch gezeigt habt mit euren Projekten. Also danke schon mal jetzt an die Referenten, die wir über die zwei Tage erleben werden und danke auch an euch, die ihr alle mitwirken werdet, weil es ist ja ein Mitmach-Event. Also das ist uns ganz wichtig, dass es nicht sehr frontal von vorne passiert, sondern ganz viel miteinander passiert. Wir begrüßen auch ganz gerne unsere Plus-Einser und das ist auch das einzige Mal, dass wir das jetzt trennen, weil wir alle willkommen heißen wollen, also die, die von ISB-Netzwerkern mitgebracht und eingeladen wurden, auch die sind natürlich herzlich willkommen. Ich bin der Thorsten Fey, der Leiter des ISB und ich will so ein bisschen als Gastgeber quasi nochmal den Rahmen aufspannen unseres Pionierlabors. Es ist ja die zweite Veranstaltung dieser Art. Wir haben im letzten Juli die erste Veranstaltung gehabt. Und der Charakter ist ganz klar von uns so gedacht, dass es ein Event des gemeinsamen Lernens auf Augenhöhe ist. Das heißt, wir haben von Netzwerkern, auch von Netzwerkern mit Auftraggebern, Projekte ausgesucht, die wir als gemeinsames Lernevent und als Lernanlass hier vorstellen wollen. Das kommt so ein bisschen aus der Tradition der DBVC-Dialogforen, die wir für den Deutschen Bundesverband Coaching über 10 Jahre gemacht haben, wo es auch darum geht, ja, gute, gelungene Vorzeigearbeit anderen zur Verfügung zu stellen und daran gemeinsam weiterzulernen. Und uns ist immer ganz wichtig, dass das, und das ist auch die ISB-Kultur, nicht zu sehr hochglanzmäßig kommt. Also es geht uns immer um authentische Begegnung und auch Klartext. Es soll ein werbefreier Raum sein. Gerne auch bei den Projekten, das haben wir auch mit den Projektreferenten besprochen, mit Licht und Schatten. Also was war gelungen, was war gut, aber was war auch schwierig und wo hat man gerungen oder wo ringt man auch bis heute? Weil das ist, woran wir, glaube ich, alle gemeinsam am meisten lernen können. Also das ist ein Teil der gemeinsamen Arbeit dann gleich in den Untergruppen, die auch aus der Erfahrung unserer Veranstaltung am meisten trägt. Also deswegen gerne gemeinsam drauf gucken, was kann jeder von uns, sei es jetzt als Projektgeber, sei es als Mitgestalter, dann daraus ziehen und daraus lernen. Die zweite Ebene, da blende ich gerade nochmal unsere Folie mit ein, diese Art, wie wir uns mittlerweile positioniert haben als ISB, also neben dem Strang unserer Akademie, des Professionalisierens, des Vernetzens, wo natürlich auch solche Veranstaltungen da sind, dieser Entwicklungsteil, also Entwickeln von neuen Konzepten, Weiterentwicklung vorhandener Konzepte. Und da haben wir letztes Jahr unter dem Stichwort Open Innovation auch ein Format für uns als ISB gefunden, auch natürlich für uns an neuen Themen zu arbeiten. Das war im letzten Jahr das Thema Strategiearbeit, systemische Strategiearbeit. Und auch das soll nochmal für uns ein neuer Anlass sein, zu einem relativ frühen Stadium von Neuentwicklungen, die wir betreiben am ISB, damit recht schnell und recht früh auch in unseren Alumni-Netzwerkkreis zu gehen und dann daran auch gemeinsam weiterzulernen. Und da wird ja heute Abend der Volker Köninger mal vorstellen, was wir da in den, bis zu 7 Tagen waren das eigentlich, die wir uns da getroffen haben, entwickelt haben, um da auch mal Einblick zu geben in die Entwicklungswerkstatt des ISB, aber gleichzeitig auch zu hören, was haltet ihr davon, was habt ihr für Erfahrungen mit dem Thema Strategiearbeit, systemische Strategiearbeit, was ist der Unterschied zwischen klassischer Strategiearbeit und systemischer und so, wo hängt das aber auch zusammen, wo macht es sinnvollerweise Sinn, dass es zusammenhängt. Also auch da gehen wir nochmal einen Schritt mehr auf die Netzwerk-Community zu und wollen eigentlich da diesen co-kreativen Mitentwickler Teil stärken und das ist ein Teil, den wir jetzt über den Volker, der heute Abend dann da sein wird, euch mal vorstellen wollen. Und wir haben ja tolle Projekte, wo es auch um natürlich gelungene Praxis, aber immer dabei auch darum geht, mit welchen Modellen, mit welchen Konzepten wurde da gearbeitet. Also ich glaube, auch da gibt es ja Strategie, Arbeitsthemen, können wir das gut miteinander verknüpfen. Genau. Ähm,
Das sind unsere, eben unsere Säulen, gerade diese Entwicklungssäule beschäftigt uns in den heutigen Zeiten, wo ja viele neue Themen um die Ecke kommen. Manchmal denkt man so, wie neu sind sie denn eigentlich? Und auch das kann vielleicht nochmal hier ein Thema sein. Wir haben ja ganz kreative, hier den Ludwig-Vertreter, auch neuer Themen da. Das ist ja, glaube ich, auch ein gutes Zusammenspiel aus für uns tragenden Themen, ISB-Themen, für die wir stehen, und an auch neuen Ansätzen. Auch Ruth, wenn ich sie gerade sehe, denn unseren ersten Beitrag, den wir gleich haben mit Hanno zusammen, Selbstorganisation, also so diese Themen spielen für uns natürlich auch eine Rolle, und da sind wir sehr froh, dass wir wirklich tolle Projekte haben, die wir uns gemeinsam anschauen können. So, das ist mal so der erste Rahmen. Was uns immer wichtig ist, ich hätte jetzt fast gesagt Culture First, also Kulturbildung am Anfang. Das, wenn man so ankommt an solchen Veranstaltungen, dann wird man sich ja jetzt auch gerne erstmal ein bisschen was anhören, aber wir drehen das gerne um und sagen, jetzt seid ihr gleich gerne eingeladen, mit den Kollegen in Kontakt zu sein, weil das ist das Allerwichtigste. Die Netzwerkarbeit, das hat gerade schon begonnen, mit dem Frank haben wir gerade schon so dieses Vernetzen in den Pausen, in den Zwischenzeiten, und deswegen wollen wir gleich damit einsteigen, zumindest mal mit 2, 3 Leuten in eurer Nachbarschaft dieses Warmwerden, dieses in Kontakt gehen, in Begegnung gehen umzusetzen. Dann kann man da schon mal warm werden mit den Kollegen, und wir haben dafür ein kleines Designblatt wieder, die unsere Mitarbeiter haben, geben das gleich durch, vorbereitet. Das soll so 20, 25 Minuten gehen. Genau, ich bräuchte vielleicht gerade noch mal eins, ich habe das gar nicht in der Hand. Also ich bin es gleich durchgegeben. Sucht euch gerne Menschen, die ihr noch nicht kennt, weil damit ist es natürlich immer am spannendsten, jemanden kennenzulernen. Eine Sache noch, wir sind hier direkt beim Du, und das bieten wir auch gerne denen an, ich gucke gerade dich an, sie an, die jetzt neu dazugekommen sind. Das ist ein kollegialer Rahmen, man kann sich dann nachher auch das Sie dann wieder anbieten, wenn man das möchte, was ich jetzt nicht hoffe, aber also gerne diesen Rahmen des Du. Ja, bevor wir euch auch noch mal einen kleinen Überblick geben über den Tag und ein paar organisatorische Sachen sagen, mag ich mich noch kurz bei meinem Team, bei meinem tollen Team bedanken. Laura und Amadeus, Katja, die vieles der Abrechnungen und Abwicklungen gemacht hat, unsere Medienleute, die Almut hinter der Kamera, die Lisa, die Jutta und die Eva. Und es hat auch den Hintergrund, dass ich jetzt gleich die Moderation an die Laura und an den Amadeus abgebe, weil meine Frau und ich in diesen Tagen Nachwuchs erwarten, also jetzt quasi, hoffe nicht jetzt direkt, aber wir sind schon über die Tage drüber, und ich gehe dann nachher einfach mal mich um diese Welt kümmern, und deswegen wird euch die Laura und der Amadeus durch die Tage führen, und ich werde einfach gucken, was sich in der anderen Welt abspielt, und komme dann vielleicht nochmal dazu. Also danke an euch, dass ihr das alles so im Hintergrund abgewickelt und gemanagt habt. Und genau, ich übergebe jetzt erstmal an die Laura, die euch ein bisschen was zu den Tagen sagen wird, und dann freuen wir uns auf den ersten Beitrag von Ruth und von Hanno.